Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück auf unserer Polizeiwache, nachdem wir hier dann quasi zuletzt sehr, sehr viel Drama anrichteten mit diversen Unfällen und sonstigen Schabernack. Dachte mal, wir gucken denn jetzt nochmal die andere Seite an, weil das Spiel war eigentlich ziemlich lustig und deswegen wollen wir mal sehen. Also sollten die irgendwelche Zahlen anders sein, ich musste Tag 3 nochmal spielen, weil scheinbar speichert es erst, nachdem man hier auf Tag beenden klickt. Das heißt, Tag 3, wie gesagt, nochmal. Sollen sich irgendwelche Zahlen unterscheiden? Liegt das daran? Aber zunächst Speicherpunkt. Ja, danke. Weiß ich dann jetzt auch. Robespierre wird seine Identität enthüllen, wenn die Zeit reif ist. Feministische Organisation wurde offizielle Anerkennung versagt. Oh, das geht aber schnell. Das wird Schrei geben. Feinde nutzen Feministen, um Freeburg zu zerstören. Feinde nutzen Feministen, um Freeburg direkt komplett zu zerstören. Eine komplette Stadt. Das ist ja dann aber auch, also ich sag mal, das ist auf jeden Fall schon mal ambitioniert. Erzähl mir lustige Sachen. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, okay. The Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate, kann man auch freundlich interpretieren. Comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. Mit Kissen in einer Sprechrunde. Man darf nur sprechen, wenn man das Redekissen hat. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. Mm-hmm. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid. Also ganz ehrlich. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Und mit kreisrunden Auswahl. Hilft immer. Ist immer gut. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? Soll das ein Hund sein? Das ist wie eine Hase. Have you found anything? An address? Phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, okay, if you stop true. Loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Und damit gehen wir dann zur Arbeit. Das ist ja das Übliche. Also ich meine, was so ein Polizist halt so macht, bevor er zur Arbeit geht. Ne? Also da muss man jetzt auch mal nüchtern betrachten. Keiner möchte Urlaub haben? Was ist denn hier los?
Also jetzt ist aber, warum hat der ein A? Warum hat der ein A? Ich möchte gerne wissen, warum der ein A hat. Warum hat der ein A? Wir haben ziemlich viele hier von den Typen hier. Das könnte ja bedeuten, dass es diesmal mal was anderes gibt. Was nehmen wir denn für Musik? Wir nehmen, grün, da, gib mir das. Wir nehmen einfach das hier. Frederik, was weiß ich wer. Ja, ist rot. Vinyl übrigens, fantastisch. Hör mal, die Dinger, die kommen wieder, die machen ein richtiges Comeback und sind dazu noch wunderbar dekorativ. Aber nur Gerüchten zufolge, also bitteschön. Was geht? Stadtverwaltung. Was? Alle schwarzen Polizisten entlassen? Eine rassistische Gang macht in letzter Zeit Ärger in der Stadt. Ihre Mitglieder fangen afroamerikanische Einwohner und prügeln sie zu Tode. Toll. Vor kurzem haben sie einen lokalen Radiosender eine Nachricht geschickt, dass sie alle schwarzen Ärzte, Feuerwehrmänner und Polizisten töten werden. Wir brauchen keine weiteren toten Polizisten, besonders nicht wenige Monate vor der Wahl. Die Rassisten erhalten mehr und mehr Anhänger und sogar einige unserer Bürger unterstützen sie. Sie werden was zur Hölle geschieht hier gerade? Sie werden wegen der um sich greifenden Rassenunruhen alle ihre afroamerikanischen Angestellten innerhalb der nächsten 2 Tage feuern müssen. Ey, was? Es gibt dem Typen einfach direkt noch mehr Macht. Was ist denn für Scheiß? Oh, da ist ein Detektiv. Warte mal, wir machen aber erstmal das hier. Wir haben nämlich die Zerstörung von Privateigentum an der Stadtverwaltung am Parkplatz. Ein Straßenkehrer der Stadt hat gesehen, wie ein älterer Mann mit einer langen Eisenstange zu mehreren teuren Autos auf den Parkplatz gegangen ist. Die ganze Straße konnte ihn schreien hören. Bastarde, Diebe, Blutsauger. Das klingt aggressiv, das heißt, wir packen mal jemanden hin. Pass mal auf, die hat hier so einen Haken. Vielleicht das A, dass der ein Azubi ist. Die hat einen Haken und dafür kriegt die, pass mal auf, die kriegt dann jetzt hier noch, weil bevor du gefeuert wirst, kannst du ja zumindest noch mal ein bisschen tun, oder nicht? Also so ein bisschen kann man das ja mal erwarten. Und was ist das jetzt hier? Das ist neu. Der Aktivist für die Rechte von Afroamerikanern, Ronnie Moore, wurde vor seiner Wohnung tot mit mehreren Schusswunden aufgefunden. Dön, dön, dön. Also schicken wir mal hier die Mole. Das ist ja unsere beste, ich schätze mal, dass das Detektive sein sollen. Ermittlungen, ja, das sind wahrscheinlich Detektive. Kann ich jetzt hier noch mehr hinschicken? Ich kann hier noch mehr hinpacken. Ja, zwei werden ja wahrscheinlich. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn noch mehr Fälle plötzlich erscheinen, brauchen wir natürlich auch mehr von den Leuten. Wenn wir davon ausgehen, dass erstmal der Einzige ist. Weißt du was, wir lassen einen mal da. Die Brito sieht auf jeden Fall so aus, als würde er. Der sieht definitiv so aus, als würde er Sachen wissen. Und vor allem auch Sachen, die er eigentlich gar nicht wissen darf. Also, das sieht man ihm zwingend an. Also, bitteschön, wir machen das jetzt mal. Mal gucken, was damit jetzt passiert. Ob das jetzt irgendwie anders läuft als die normalen Polizeidinger, was jetzt ziemlich cool wäre. Doch zunächst gucken, was Kochi und Austin so machen. Hi, ja, Vorstadt. Autodiebstahl. Autodiebstahl in der Vorstadt. Die Sicherheitskamera einer Tankstelle hat ein Auto aufgenommen, das auf der Liste gestohlener Fahrzeuge steht. Da soll ich jetzt 4 Leute hinschicken? Ja, mach mal hier den Azubi, schicken wir da hin. Und Jensi. Und auf jeden Fall Tsubaki. Und auch noch hier Asano. Guck, also läuft. Der sieht auch sehr, sehr glücklich aus mit seinem Job. Heilige verfickte Scheiße. Ja, wir schicken mal besser, weißt du. Jetzt habe ich aber nur noch Purdy und Price. Das ist unser tolles Duo. Das ist das dynamische Duo. Purdy und Price sind quasi sowas ähnliches wie Körtel und Krutz. Gerüchten zufolge. Also, was jetzt? Ermittlungen hat begonnen, aber Bericht wahrscheinlich ist wieder abgehauen. Oh nein, gefasst! Ja, aber Austin und Kochi werden aufgewertet, weil wir so gut sind. Also, wir. Oh, was geht jetzt hier? Oh, Hinweise. Mr. Graham, Eric Graham was a drunk witness. Also quasi ein besoffener Zeuge sozusagen. Wir sind in einem Auto vorbeigefahren und haben mit sowas wie einer Maschinenpistole geschossen. Ich habe nicht viel gesehen. Ach, das sind jetzt die Zeugen. Was muss ich jetzt machen? Da ist ein Foto, oder was? Das ist der Typ und das ist das Ende. Er ist aus seinem Haus gegangen und plötzlich lag er tot auf der Straße. Ja, öfter mal was Neues, okay. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich ermitteln, wie was hier passiert ist, oder was? Okay, die haben auf jeden Fall mit einer Maschinenpistole geschossen. Der Nachbar Clayton sagt, ich habe nur ein paar gedämpfte Schussgeräusche gehört. Der Nachbar Lawrence Carr sagt, der hat gekriegt, was er verdient hat. Der hat schon lange eher für Ärger gesorgt. In letzter Zeit gab es da eine Menge Streit und Zoff. Stacy Cobb, auch ein Zeuge, sagt, ich kann mich an kein Auto erinnern und die Gegend war ruhig, ich habe keine Schüsse gehört. Und Daryl Carpenter, Daryl, ja, ist mit seinem Motorrad vorbeigefahren. Pass mal auf, die Polizei hat dazu gar nichts mehr, ich bin beinahe selber gestorben. War draußen, um zur Apotheke zu gehen und wurde beinahe von so einem Idioten überfahren. Also sind doch Leute vorbeigefahren. Aber was können wir jetzt tun? Was genau? Ich meine, die Ermittlungen sind ja jetzt noch nicht abgeschlossen. Kommt da jetzt noch mehr zu oder wie läuft das jetzt ab? Wir können jetzt nicht einfach wieder abhauen. Desire Park, ja, der Park des Verlangens und der Lust. Da gab es nämlich eine verdächtige Person. Corey Ramsey, mehrfache Mutter. Das ist natürlich sehr verdächtig. Ihre Sorgen um einen verdächtigen Mann mit Brille, ausgedrückt, der auf einer Bank neben einem Spielplatz sitzt. Der beobachtet die Kinder seit über einer Stunde und hat mehrere Fotos von ihm gemacht. Ja, da wird die Frau Preis natürlich dann auch jetzt, auch mal ein bisschen was machen. Der Fahrer ist nicht zu sehen. Autodiebstahl vorstellen. Also, mögliche Augenzeugen befragen, Auto durchsuchen oder mit sicherem Abstand warten, bis der Fahrer auftaucht. Das Ding ist, was ist, wenn da jetzt eine Bombe drin ist?
Dann stehen wir da. Wir durchsuchen das Auto. Wir sind jetzt einfach mal mutig. Der hat gefasst, die heilige Scheiße. Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt funktioniert hat, aber na gut, den nehme ich natürlich. Und selbst der Azubi wird hier weiter gedingsbumst. So gut sind wir, ist ja Wahnsinn. Und jetzt sind Austin und Koschige wieder da. Hey Leute, aber wie funktionieren die? Das interessiert mich jetzt hier noch, wie das jetzt hier funktioniert. Ich kann das hier wieder öffnen, aber das bringt mich ja nicht weiter. Gangs? Keine Ermittlung, Archiv, keine Ermittlung. Ha. Kann ich hier noch. Was ist denn, wenn ich jetzt. Den hatte ich doch vorher nicht. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Pass mal, ich schicke die jetzt noch dazu. Bringt das jetzt was? Ändert das jetzt irgendwas? Sind die jetzt irgendwie schneller oder so? Ich meine, ich kann ja immer noch Leute wieder abbestellen, wenn man es denn irgendwo anders braucht. Das kann man natürlich immer noch machen. Hatte ich die Person? Nein! Die preist schon wieder. Die macht schon wieder alles kaputt. Die ist so schlecht. Die kann gar nicht schlechter werden. So schlecht ist die. Ist ja fantastisch. Dragon Slayer. Nein, wir werden kein Dragon Slayer spielen. Wir beschließen, oder wir beschränken uns auf diesen wunderschönen Club hier. Das ist, glaube ich, besser. Mr. Boyd, ich eröffne den ersten Kampfsportclub in Freeburg und als Einstieg will ich einen Übungskampf abhalten, in dem einer meiner Schüler sich ihr im härtesten Kopf stellt. Nach dem Kampf werde ich dann nehmen. Ich würde dir so gerne die Price dahin schicken, Alter. Nach dem Kampf werde ich dann ihrem Mann ein paar Tricks beibringen, die ihm auf der Straße weiterhelfen. Okay, also, ach, weißt du was? Wir haben Austin hier, der klopft sie jetzt einfach. Austin klopft sie jetzt einfach mal mit dem Mann und dann hättest du dann aber auch verdient, quasi befördert zu werden. Also komm, läuft. Die muss jetzt aber auch gewinnen, ansonsten bin ich maßlos enttäuscht. Austin, du musst quasi jetzt den Typ aber mal so. Entschuldigung, was war das denn jetzt bitte? Detective Mole. Ermittlungen eröffnen. Drei aktuelle Schnappschüsse. Es geht jetzt weiter. Und jetzt kann ich dann ja. Und jetzt muss ich das hier reinziehen, oder was? Ah, jetzt kann ich das da reinziehen. Man könnte natürlich dann jetzt irgendwie sagen, dass das so war. Also habe ich den Ablauf ja immer noch nicht fertig. Das ist jetzt die Frage. Ich meine, Ziel wird wahrscheinlich dann sein, das Ganze komplett zu rekonstruieren. Ob das jetzt reicht? Was ist, wenn ich das jetzt mache? Bin ich jetzt fertig? Das ist aber. Das ist zu einfach, oder? Kevins, was weiß ich für eine Bar? Gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Barkeeper berichtet, dass zwei Tänzerinnen begonnen haben, sich über Trinkgeld zu streiten und ein Kampf auf der Bühne ausgebrochen ist. Ja, würde ja direkt am liebsten SWAT hinschicken. Aber pass mal auf, wir machen jetzt das hier. Schicken wir noch Jensi da. Wir machen jetzt die zwei Guten und dazu Price. Oder ich scheiß auf Price. Scheiß auf Price. Magisch. Ich weiß mal, wir schicken Birch mit hin. Der hat ein A da stehen. Wir schicken Birch dahin, weil dann ist alles gut. Das machen wir jetzt einfach mal so. Oh nein. Jetzt auch noch gleichzeitig. Oh nein, meine beiden Besten sind weg. Octopus-Restaurant. Gewaltsam auseinandersetzen. Der Barkeeper hat berichtet, dass ein Kampf zwischen einem Gast und dem Türsteher der Bar ausgebrochen ist. Der Mann war offensichtlich betrunken. Während des Auftritts einer hiesigen Sängerin auf der Bühne war auf die Bühne gelernt, versucht ein Duett mit ihr zu singen. Madame Purdy. Dann hau mal einen raus hier. Madame Purdy und du bist dazu bei. Ne, Madame ist beides Frauen. Ja, wir nehmen Madame und Madame. So, pass auf. Wieso, was war das jetzt hier bitte? Achso, hat ihr schon gewonnen. Chef, ich hätte den Japaner ein paar Mal. Hab ich mehr bekommen? Es waren 210 vorher, oder? Ne, Moment. Es waren 110 vorher. Oder nicht? Heilige Scheiße. Japaner ein paar Mal erledigt, aber der war zu schnell für mich und hat dann nach Punkten gewonnen. Ich verstehe all diese Regeln von denen. Ich kann deswegen nicht so recht die Punkte mitzählen. Aber war schon okay. Habe so ein paar Tricks nach dem Kampf gezeigt. Habe mich ein bisschen zu sehr dafür begeistert und dann was am Rücken gezählt. Denken Sie, ich könnte den Tag frei nehmen. Muss ich das jetzt entscheiden? Hat sie nicht. Ja gut, dann nicht. Dann. Was ist jetzt mit den Ermittlungen? Ich bin Detektiv. Ich möchte Detektiv sein. Ich möchte wissen, ob ich gewonnen habe. Waffe ziehen. Auf der Bühne sind zwei Stripperinnen, die aufeinander losgehen und ich kann nicht zuschauen. Nicht nur zuschauen. Also, es hätte ja auch Schlammcatchen sein können. Aha. Die sind drauf und dran, sich die Augen auszukratzen. Der Türsteher schläft tief und fest, eindeutig zu betrunken, um sich darum zu kümmern. Die betrunkenen Gäste schauen sich amüsiert den Kampf an. Waffe ziehen. Hört mal zu, lasst den Scheiß, die Sache wird richtig ernst. Musik aus und Licht anmachen. Waffe ziehen? Ich meine, gut, so eine Stripperin. Die können dann zwar auch immer noch feste zuschlagen, aber zumindest sind sie nicht bewaffnet. Ich glaube, das wäre dann etwas überzogen. Oder wir machen mal Musik aus, Licht an. Die Stripperinnen kämpfen weiter miteinander und scheinen Polizisten nicht zu bemerken. Zuschauen und nicht eingreifen, auf die Bühne gehen, versuchen die Frauen voneinander zu trennen. Den Barmann um ein Eimer kaltes Wasser bitten. Die ist über die Kämpferin schön. Weißt du mal, wir versuchen die mal voneinander zu trennen, kriegen wahrscheinlich maßlos auf die Fresse. Nee, kriegen wir nicht. Heilige Scheiße, guck. Hör mal, Mr. Birchington. Der läuft doch. Wenn noch Purdy und Tsubaki heile nach Hause kommen, dann haben wir doch einen guten Tag gehabt heute, oder? Das war schon ordentlich. Gib mir was Positives. Gib mir was Positives, ansonsten bin ich jetzt sehr, sehr traurig. Komm, das war gut heute. Das war richtig gut. Tag beenden. Ja, lass mal machen, Alter. Heilige Scheiße. Komm, das war schon tighter Shit jetzt.
Bin ich nur, was hat Schicht A gemacht so? Haben wir damit jetzt auch irgendwas zu tun? Die haben bestimmt alle verloren. Die sind alle zu Hause. Nur Birch ist da. Ach, A wie Aushilfe vielleicht. Kann das sein? Irgendwie sowas in die Richtung? Na, wir gucken uns erstmal die Story an, was denn hier noch so geht. Am 19. Juli, ja. Moment. Der war ja gerade erst. Ist ja Wahnsinn. Also läuft. In Freeburg. Blaine erklärt, ich dachte, sie wäre ein Selbstmordattentäter. Bürgermeister Rogers, die Stadt hat kein Rassismusproblem. Ach so, nee, überhaupt gar nicht. Habe ich auch gemerkt. Thomas Blaine, Polizist im Ruhestand, schießt auf Schwangere. Warum? Damit habe ich ja nichts zu tun. Damit mache ich meine Finger nicht mit schmutzig. Erzähl mir lustige Geschichten. Why would a man need a barn? Ja. To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Mein, verstümmeltes Kind. Möglicherweise. Oder vielleicht auch eine PlayStation 4. Weil seine Frau nicht spielen lassen hat. Guck. Die Drogen. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Das war ein Zufall. Well, fine. Die verdammten Aliens. It's not every day that someone comes to visit your barn. Und plötzlich Ned Flanders. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains. Even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn. Especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick yeah, is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. Mhm. Du bist also unter vier Augen mit meiner Hose runter und meinen Pillen aktiviert. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working here last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run, and they demanded that we close our contract today. Ja, was erwartest du denn von denen, du Lappen? Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. Yeah. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Jetzt muss ich... Ja, also ich sag mal, die Kurznachrichten-News, die wären auf jeden Fall sehr, sehr erfreut, wenn ich das jetzt täte. Ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir machen das. Ich finde es sehr cool, dass man storymäßig jetzt sogar noch Entscheidungen treffen kann. Ich vermute mal, dass diese sich marginal auswirken. Aber weißt du was? Ich meine, er ist ja selbst schuld, ne? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, er ist absolut selbst schuld. Wenn der Trottel zu doof ist, weißt du, sein Leben in den Griff zu bekommen, bin ich eigentlich dafür nicht verantwortlich. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch interessanter, wenn wir ihm helfen. Ich glaube, wir helfen ihm jetzt so einfach. Um das Lustigere vermutlich zu sehen.
Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack. Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. Arschkrampe. Arschfranke. Schon hardcore. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. Ach, I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freiburg, especially for a cop. And here aber I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the Mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. Mm-hmm. That sound right to you? Ach, klar. Ist doch, der komm, also, ist doch dann üblich, oder nicht, wenn wir zur Arbeit fahren. Meine Damen und Herren, mit sehr viel Story dafür, ein kleines bisschen weniger Gameplay. Das war cool. Also, ich bin begeistert. Die Story ist cool, das Gameplay ist toll. Moment, unser Haus ist gestern abgebrannt und mein Vater war noch drin. Wir brauchen Zeit, um es zu sammeln und die Beerdigung zu planen. Kann ich einen Tag frei nehmen? Ja, du kannst gerne auch ganz lange wegbleiben. Und du so, ach, du bist Alkoholiker, oder was? Ich habe zu viel getrunken. Ich glaube, ich kann mich heute nicht zusammenreißen. Kann ich nach Hause gehen? Ja, du siehst sowieso recht schlecht aus, Mr. Birchington. Und das war's. Na gut, da haben wir auf jeden Fall, weißt du, Aussicht? Moser. Der ist bestimmt häufig am Moser. Mi, 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 mi. Dafür bitte, like man kaputt. Psch, psch. Und so. Und natürlich diesmal, psch. Ne, weißt du, weil wir sind ja Polizisten und so. In den Kommentaren. ja, wer ist eigentlich der beste Polizist von euch? Nicht wahr? Wer würde sich gerne unserer Armada an Detektiven anschließen? Und wie geht eigentlich der Fall aus, bei dem wir recherchiert haben? Haben wir schon gewonnen? Ich glaube nicht. Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video, ihr lieben Leute. Tschüss.